Am 12. April fand bereits zum 15. Mal das Bundesfinale der Sprachenwettbewerbe der berufsbildenden Schulen Österreichs statt. Organisiert wird der Bewerb vom Center für berufsbezogene Sprachen. Die besten Sprachtalente aus allen Bundesländern kamen nach Linz, um zu zeigen, was sie drauf haben. Dabei kam es nicht nur auf ihre Sprachkenntnisse an. Da geht es also darum, nicht irgendwas abzuprüfen, was sie wissen sollten, sondern ob das relevant ist, was sie sagen, ob das die Fragen, die ihre Gesprächspartner haben, wirklich beantwortet, wie viele Ideen sie dazu haben, weil es ging auch darum, Ideen für etwas zu entwickeln. Also das wäre der Bereich Sprache und soziale Kompetenz, natürlich das Aufeinander eingehen, im Gespräch initiativ sein, aber andere auch nicht überrollen und eben sensibel sein dafür, dass man mit anderen Menschen zu tun hat, die auch verschiedene Sprachen sprechen und die alle ins Gespräch eingebunden sein sollen. In den Switch-Bewerben mussten die Schüler parallel in zwei Sprachen mit Native-Speakern diskutieren, also immer zwischen Englisch und entweder Russisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch hin und her switchen. Die Kunst beim Switchen ist einfach, dass man in der Sprache denkt, in der man sich gerade befindet. Und wenn dann wer irgendeine Frage auf Englisch stellt, dann antwortet man automatisch auf Englisch. Und wenn dann was auf Spanisch kommt, dann antwortet man auch gleich auf Spanisch. Darum ist es gar nicht so schwer, wie sich viele Leute eigentlich vorstellen. Die Teilnehmer konnten sich in mehreren Vorrunden für die Finalrunde qualifizieren. Zwei Schülerinnen aus Salzburg kämpften im Mehrsprachigkeitsbewerb Englisch-Russisch um den Titel. Die Themen waren vorher nicht bekannt. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit ging es auch gleich los. Ricarda Rosenstatter überzeugte die Jury mit ihrer Leistung. Die Moderatorin für Russisch beim Wettbewerb ist überzeugt davon, dass ihre Muttersprache für Westeuropäer nicht leicht zu erlernen ist. Für Europäer glaube ich auf jeden Fall, weil die Grammatik doch komplizierter ist und die Aussprache ist ganz anders ist als in manchen europäischen Sprachen. Vor allem bei der Aussprache muss man aufpassen. Auf die Betonung, wie man Silben ausspricht, wie man sie betont. Weil, ja, wenn man die Wörter und die Silben falsch betont, dann bedeuten auch die Wörter ganz was anderes. Aber nicht nur die Gewinner können vom Sprachencontest etwas mit nach Hause nehmen. Also ich habe mich in Salzburg beim landesweiten Sprachwettbewerb dafür qualifiziert, habe dann gedacht, ja sicher nehme ich die Herausforderung an, ich schaue mir das an und ich glaube, es bringt am meisten von der sozialen Kompetenz, weil vor allem, wenn man da herkommt und sich vielleicht nicht so gut vorbereitet hat, einfach mal drauf losreden und natürlich neue Leute kennenlernen und die Sprache anwenden. Ich finde, es ist einfach eine gute Erfahrung, dieser Sprachenwechsel einmal das zu erleben. Und ich werde in der Mehrsprachigkeit maturieren, also war es auch für mich eine richtig gute Übung für die Matura. Mehrere Sprachen zu können ist etwas Wertvolles. Den Wert der Mehrsprachigkeit hat bereits Voltaire erkannt. Kennst du viele Sprachen, hast du viele Schlüssel für ein Schloss.